versuchen aufzumachen, denn ich glaube, da ist tatsächlich was zum Thema Tabletop drin. Ja, jetzt fällt mir gerade auf, ist es keine Musik? Wo sind meine Möwen? Wo ist mein Hafen? Hier. So. Raus. Deswegen gerade mal ganz spontan. Ich habe noch ein wenig Mittagspause. Deswegen kann ich hier durchaus auch mal ein wenig streamen. Letzte Nacht war ziemlich bescheiden. Ich guck mal. Nehmen wir euch mal mit hier auf den Tisch. Schauen wir mal, ich mache mal kurz dunkel, drehe mal den Bildschirm eine Runde, da habt ihr das Paket im Blick. So, gucken wir mal. Ja. Ich. Ein Panzerband muss ich auch noch bestellen für die Wanderkiste. Oh, das haben wir da eingepackt. Ich glaube nämlich, dass das mal eine Lieferung von Dungeons and Lasers ist. Ich habe da nämlich einen Kickstarter mitgemacht gehabt. Eigentlich wollte ich mir selber einen Dungeon bauen. Aber aus Gründen, ja, dass ich noch nicht so der erfahrene Modellbauer unter anderem bin. Ihr seht gleich mehr, keine Bange. Ich hab das mal gelassen. Und tatsächlich ist es Dungeons and Lasers. So. Jetzt mal rüber aus dem Bild halten, so hübsch bin ich nicht. Wir haben zum einen hier die Stretch Goals aus dem Kickstarter. Sehen kann. Ah, jede Menge Kram ist da drin. Jede Menge Kram. Wisst ihr was? Ich drehe die Kamera nochmal, jetzt wird es gleich nochmal dunkel. Schwupp. Aber so sehe ich besser. Das sind die Stretch Goals. Sehr schön. Als nächstes, was ist das? Das ist das Fantasy Corset. Ja. Dann das Doorset. Türen kann man immer brauchen in einem Dungeon. Ne? Hier auf der Sci-Fi. Ist da was dabei? Ein bisschen Alien. Ich habe es tatsächlich für Fantasy genommen. In erster Linie. Wenn ihr hier mal Maltisch seht, was ist das? Der Warlock Altar Room. Hier wird viel dunkle Magie gemacht. Ja, guck, Bücherregale sind wir da hinten. Ihr seht, da ist noch einiges mehr. Was haben wir denn noch? Die Hall of Heroes. Und sollte ich mit dem System gut klarkommen, werde ich da auf jeden Fall ausbauen. Dann haben, was haben wir hier? Dungeon Torture Chambers. Ja, das war da auch einer von den Fantasy-Räumen. Ich hätte auch das Ganze in Sci-Fi nehmen sollen, aber wenn, wie gesagt, das heißt ja nicht, die Sachen gibt es ja glaube ich noch. Die werde ich dann in Sci-Fi gerne nochmal nachordern. Was haben wir hier? Irgend so ein futuristisches Ding. Und wenn ihr unter den Tisch gucken dürft. The Druid was right. Animal Companions Pack. Jede Menge Hobbyzeug. Wie Baldwin sagen würde. Packt das mal wieder ein.
Jetzt einmal verstauen. Da freue ich mich schon drauf, irgendwann mit anzufangen. Es wird wohl in erster Linie für mein DSA genommen werden. Und so wie gesagt, sollte mir das System gefallen, spricht ja auch nichts dagegen. Jetzt mache ich noch mal kurz schwarz. Sollte mir dieses Dungeon-System gefallen, spricht ja auch nichts dagegen, so leicht ist es dann ja auch nicht, das auszubauen. Ist von Dungeons & Lasers, war ein Kickstarter, und während ich hier noch rumrutsche, war ein Kickstarter, und ich habe davon schon diese Ruinen habe ich davon schon, von denen. Und die waren eigentlich ganz gut. Und die sind ganz gut. Ich musste auch alle bauen. Wo irgendwie mit Magneten, die ich noch nicht gefunden habe. Was ihr jetzt hier seht, ich baue so ein bisschen Ermüdungsmarker für meine Sagaberbahn. Die sollen dann irgendwann mal so aussehen. Plus ein bisschen mehr. Da kommt da noch was zu. Es ist so ein langsamer Prozess des Wachsens. Guten Tag erstmal für alle, die jetzt dazugekommen sind. Ich mache gerade eine vorgezogene Mittagspause und dachte mir, da der Balduin heute nicht streamt anscheinend, nutze ich mal die Chance, mal ein bisschen was mit euch zu treiben. Genau, jetzt geht es darum, Steine zu stapeln. Schon dann weggesprungen. Ja, ich mache nicht nur World of Warships im sehr beschränkten Rahmen, sondern ich mache halt hauptsächlich hier Tabletop. Und solange ich noch ein bisschen Zeit habe, bevor es dann gleich wieder auf die Galeere zum Rudern geht, will ich mal. Und die Familie gerade auch nicht da ist, nutze ich doch mal die Gunst der Stunde. Ich klebe hier ein paar Steine aufeinander. Kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Ja, letzte Nacht war nicht so gut. Kleine Madame meinte halt, ab halb vier meinte die Madame, nö, kein Bock mehr auf Schlafen. Und wenn ich dann schlafe, dann nur auf dem Arm. Und du, ihr habt auch bitte dann zu stehen, meine lieben Eltern. Und das ist der letzte auch weggegangen, dann bin ich wohl alleine. Okay, schade drum. Wahrscheinlich wolltet ihr World of Warcraft, World of Warships sehen. Fahre ich bestimmt auch mal wieder. Nur jetzt gerade halt nicht. So. Problem an diesen zwei Komponenten Kleberdingens ist halt auch Leim und Sekundenkleber, das klebt wie Hulle. Aber halt eben auch muss man halt auch schnell sein. Ja? Weil der Sekundenkleber entzieht dem Leim die Feuchtigkeit, was der Leim zum Kleben braucht.